Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute reden wir über das Thema stille Geburt bzw. Totgeburt von Babys und ich möchte gleich zu Beginn des Videos eine kleine Warnung aussprechen, wenn du gerade schwanger bist, nicht betroffen bist und dir dieses Video aus, ich sag mal, Neugierde anschaust und vielleicht etwas zart oder sensibel bist, dann ist das Video vielleicht nicht das Richtige. Ehrlich gesagt, richtet sich dieses Video an Betroffene, um Mut auszusprechen und Hilfestellungen zu bieten. Eine Totgeburt oder von einer Totgeburt spricht man, wenn das Baby im Mutterleib verstirbt und zu dem Zeitpunkt schon über 500 Gramm Geburtsgewicht hat. Und das ist eine sehr schmerzvolle Erfahrung. Ist das Baby noch leichter als 500 Gramm, spricht man von einer Fehlgeburt. Beides sind eher Tabuthemen in unserer Gesellschaft, finden aber dennoch relativ, oder was heißt, können dennoch stattfinden. Circa 3 von 1000 Schwangerschaften enden mit einer stillen Geburt. Und also mit einer Totgeburt über 500 Gramm. Und in letzter Zeit haben mich doch einige Nachrichten zu dem Thema erreicht. Und deswegen freue ich mich heute, dieses Video machen zu können, um einfach ein paar Hilfestellungen zu bieten. Und dieses Video mache ich nicht alleine, sondern mit meiner lieben Freundin Barbara. Hallo. Barbara ist Mutter, sie ist aber auch Betroffene. Und sie ist Psychotherapeutin. Hast du eigentlich einen Doktortitel? Habe ich, ja. Barbara kann wahnsinnig gut erklären. Und der eine oder andere kennt sie vielleicht aus den Zahnarzt-Videos. Ihr Mann ist nämlich unser Zahnarzt und da haben wir auch schon 2 Videos zusammen gemacht. Mhm. Eine sehr schlaue Familie und danke. Ach, ich freue mich, dass du heute ein bisschen berichten magst und Mut machen magst. Ja. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute da sein darf und möchte jedem Einzelnen, jeder Betroffenen, jedem Vater, jeder Familie auch ein Mitgefühl ausdrücken in dieser wirklich sehr, sehr schwierigen Situation. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich kriege auch, wenn ich zu sprechen beginne, selbst eine Gänsehaut, weil es mich natürlich in meinen Grundfesten bewegt und das Mitgefühl auch von Herzen kommt. Ich möchte starten, meine eigene Geschichte kurz zu schildern. Ich habe mich sehr gefreut, als ich damals schwanger war mit Maximilian, so heißt unser Sohn. Und die Schwangerschaft war perfekt, es lief alles wunderbar. Wir hatten überhaupt keine Schwierigkeiten, auch nicht während der Schwangerschaft. Ich war damals schon über 40, wo es üblicherweise heißt, man könnte da vielleicht Schwierigkeiten haben oder kriegen. War auch nicht der Fall. Es ging mir wirklich super gut. Und das Baby ist gewachsen, es war alles wunderbar. Jede Untersuchung war reibungslos. Und dann ist leider Folgendes passiert, dass ich einen Tag vor dem Geburtstermin, also es war wirklich schon ganz am Ende, kurz vor der Entbindung, mittags eine kurze Pause gemacht habe. Und ich kann es nicht anders formulieren, wie dass ich gefühlt habe, wenn ein ganz tiefer, trauriger Schmerz durch meinen Körper geht. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, wie dass eben mein Sohn gerade gestorben ist. Und ja, das bewegt mich natürlich nach wie vor immer noch. Ich habe in diesem Moment sofort meinen Mann angerufen, habe gesagt, unser Kind ist gerade gestorben. Der ist natürlich aus allen Wolken geflogen, hat gesagt, das gibt's nicht, was ist los? Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr sprechen, ich fahre sofort ins Krankenhaus, was ich auch gemacht habe, noch selbst, wie die Feuerwehr sozusagen ins Krankenhaus gefahren. Irgendwie hatte ich noch die Hoffnung, dass er lebt. Dem war leider nicht so. Und ich habe dann im Krankenhaus eben die Botschaft bekommen, dass Maximilian wirklich gestorben ist und auch nicht mehr zu retten war. Wie hast du das gemerkt? Ich kenne es ja auch, dass man in der Schwangerschaft dann plötzlich keine Kindsbewegung mehr spürt. Aber das muss ja mehr gewesen sein als keine Kindsbewegung, weil ein Baby im Mutterleib ja auch dann manchmal schläft und sich einfach nicht bewegt. Mhm. Ich kenne die Sorge, die treibt ja viele Schwangere gerade vor dem ET dann nochmal zum Frauenarzt, bitte einmal nachschauen, geht es meinem Baby gut? Aber was war da?
Dieses Gefühl kenne ich auch, dass man sozusagen die Sorge hat, wenn das Kind sich nicht bewegt, dass es nicht mehr atmet oder aufgehört hat zu atmen oder es irgendwelche Probleme gibt. Dieser Moment war ganz besonders, weil es sich für mich so angefühlt hat, als würde sich unser Sohn in dem Fall verabschieden von mir. Und es war wirklich ein ganz schwerer körperlicher Schmerz, den ich gespürt habe. Und mir war sofort intuitiv klar, dass er eben gestorben ist. Für ihn war sozusagen wie ich später dann mal von jemand anderem gehört habe, die Lebensschleife halt zu Ende. Und für ihn war es gut. Waren das, was meinst du mit körperlichem Schmerz? Entschuldigung, dass ich da so nachfrage. War das Ja. psychischer Schmerz, der sich auch körperlich ausgewirkt hat? Oder war das ein Krampf? Oder war das Es war einfach eine ein, Blutung? nein, es war keine Blutung, sondern es war wirklich ein ganz besonders tiefer psychischer Schmerz, der sozusagen mein Herz halt erfüllt hat und in dem Fall mit dieser Konsequenz. Und das war ein Tag vor dem ET. Genau, ein Tag. Und ich war sogar noch 4 Tage oder 3 Tage vorher in der Klinik zu der Routineuntersuchung für die Vorstellung sozusagen für die Geburt. Und da hieß es alles wunderbar, alles top. Sie könnten noch eine Hausgeburt machen. Wie gesagt, es war alles absolut in Ordnung. Ja. Und wie sich dann herausstellt, in unserem Fall war es so, dass es ein sogenannter echter Nabelschnurknoten war. Wie ihr wisst, ist es ja nicht unhäufig, dass Kinder sozusagen, ich nenne es jetzt mal so, wenn sie halt wachsen, turnen im Körper und quasi die Nabelschnur halt Knoten machen kann, nachdem die Konsistenz der Nabelschnur aber so ist, dass es eben nicht sozusagen sich festziehen kann, ist das Kind trotzdem mit Sauerstoff versorgt. Und es könnte nur bei einer Geburt zum Beispiel ein Problem entstehen. In unserem Fall war es leider so, dass wie auch immer er es geschafft hat, dass er wirklich zuziehen konnte und dadurch halt nicht mehr mit Sauerstoff versorgt war und dann eingeschlafen ist. Es hat sich ein Knoten in der Nabelschnur gebildet, der sich dann Genau. einfach festgezogen hat. Genau. Genau, und sowas kannst du auch bei Untersuchungen nicht sehen. Der ist zu klein, der Knoten. Das und zu sagen, du hast ja immer bei diesen Scans gibt es diese Flüssigkeiten, die man quasi sieht, ne, von der Diese Nabelschnur, Fließung. wie das fließt. Und das geht ja nicht sozusagen in einer Sekunde, sondern das baut sich auf. Und dann würde man das unmittelbar davor, wenn es wirklich zu stocken beginnt, nenne ich es jetzt mal sehr laienhaft, sehen. Ja, aber dann müsstest du dann wirklich beim Arzt sitzen, gerade diese Untersuchung kriegen und dann, so wie mir es auch der Chirurg geschildert hat, man braucht im Schnitt zwischen 20 und 30 Minuten, selbst wenn die Ärzte sehr, sehr schnell sind, bis sozusagen das Kind auch mit Kaiserschnitt geholt werden könnte. Und man weiß halt leider nie dann in so einer Situation, ob das Kind dann noch wirklich vollumfassend gesund ist, irgendwelche Einschränkungen dadurch erfahren würde, etc. Wobei das hat sich bei uns gar nicht gestellt. Also ich glaube, jeder Chirurg oder jeder Arzt würde, wenn irgendeine Hoffnung besteht, das versuchen, das Kind zu retten. Das war ja auch meine Intention, indem ich ja noch sofort ins Krankenhaus fuhr, aber es war leider zu spät. Und dann, wie ging es dann weiter? Ja, dann kam natürlich so mein Mann auch, der war dann eigentlich auch schon bei mir im Krankenhaus. Wir haben dann leider, und das ist vielleicht so ein kleiner Tipp, den ich mitgeben kann am Weg, der erste Arzt, der mich untersucht hat, war, ich würde jetzt mal so sagen, ein emotionaler Legastheniker, passt das Wort dafür? Das heißt, null Einfühlungsvermögen, überhaupt keine Empathie. Also das, was man eigentlich bräuchte in so einer Situation, ist Halt als Mama, weil du einfach, es wird dir der Boden unter den Füßen genommen, du bist total instabil, du bist unter Schock, ja, also das Nächste. Und du hast einfach überhaupt keine Ahnung, wie du das, was da jetzt total aus den Rudern gelaufen ist und außer Kontrolle ist, wieder unter Kontrolle kriegst, weil du halt nicht damit rechnest. Und schon gar nicht mit der Vorgeschichte, dass alles gut ist. Es wäre vielleicht etwas anderes gewesen mit einer problematischen Schwangerschaft, da wäre man mehr, aber selbst dann wäre es ja keine Möglichkeit gewesen, ihn zu retten. Ich merke es an mir, jede Mutter, wahrscheinlich jede Frau fühlt sofort in sich einen tiefen Schmerz beim Zuhören und damit umzugehen ist schwer. Wir haben das ja auch nicht gelernt. Nee. Also ich habe mit Tod haben wir alle nichts zu tun. Und so geht es ja den Ärzten auch. Und ich weiß aber, dass es Krankenhäuser, Hebammen und Schwestern gibt, die auf Totgeburten auch spezialisiert sind, die sich damit auskennen.
Und vielleicht wäre das ja auch so eine Möglichkeit, dass man, wenn man sich jetzt sein Wunschkrankenhaus gesucht hat, man hat die Diagnose bekommen, man muss ja das Kind dann zur Welt bringen. Also die Geburt wird dann entweder eingeleitet oder aber man wartet, bis die Geburt natürlich startet. Und dass man sich dann nochmal umschaut, gibt es in dem Krankenhaus, das ich gewählt habe, jemanden, der sich damit auskennt, der das schon mal erlebt hat und einen begleiten kann, Halt geben kann? Oder gehe ich nochmal auf die Suche nach einem neuen Krankenhaus? Genau, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das heißt, selbst wenn es noch so schwer ist in so einer Situation, das Urvertrauen nicht verlieren und die Intuition. Das heißt, dass man im Grunde genommen wirklich versucht reinzuhorchen, bin ich da jetzt gut aufgehoben mit den Leuten, die sich um mich kümmern, oder brauche ich noch etwas anderes? Brauche ich vielleicht auch noch eine gute Freundin, die mir beisteht? Das heißt, wirklich schauen, dass das Gesundheitspersonal, dass das Netzwerk, die Partner, die man letztlich in diesem schwierigen Geburts- und auch Trauerprozess braucht, auch da sind. Und ich hatte das Glück, dass wir eine wahnsinnig tolle, erfahrene Hebamme hatten, die ja halt schon aufgrund ihrer natürlich jahrelang oder jahrzehntelangen Erfahrungen auch sehr viele Totgeburten begleitet hat. Und das kann wahnsinnig helfen. Und selbst dort ist es so, dass die Hebammen jedes Mal wieder aufs Neue zutiefst auch in ihren Grundfesten erschüttert sind. Es begleitet niemand gern die Geburt eines toten Kindes. Alle wollen das glückliche, gesunde Kind empfangen und sich freuen. Und du weißt, egal wie die Geburt jetzt läuft, am Ende hältst du ein totes Kind im Arm. Und das ist natürlich auch für eine Hebamme, für einen Arzt eine sehr bedrückende Situation und eine Situation, die sich jeder gerne ersparen möchte. Aber letztlich, wie du es auch schon gesagt hast, Leila, der Tod ist halt integrativer Bestandteil unseres Lebens. Und je besser wir es schaffen, den Tod, für mich heißt das auch sehr häufig Verluste, weil das ist ja auch ein großes Thema. Tod heißt ja auch einen Verlust in Kauf nehmen, umgehen können. Umso besser und umso gesünder sind wir auch nachhaltig. Wenn wir das nicht können und keine Strategien haben, das sehe ich ja in meinem Beruf, wo ich eben Patienten auch betreue, umso stärker treffen die Leute dann in Angststörungen, Panikattacken, Depressionen ab und können sich einfach nicht mehr erholen. Insofern ist das wirklich essentiell wichtig. Und das. Also eine erste Strategie, wenn man diese Nachricht erhält, dass das Baby verstorben ist, wäre zum Beispiel nicht kopflos zu handeln, sondern erstmal abzuwarten. Das verstorbene Baby im Mutterleib stellt mit wenigen Ausnahmen keine Gefahr für die Schwangere dar. Und solange die Fruchtblase intakt ist, ist der Bereich, ist es auch keimfrei. Und man kann durchaus 2, 3 Wochen abwarten, ob die Geburt natürlich losgeht und diese Zeit schon nutzen für die erste Trauerbewältigung. In meinem Fall war es so, also das Fluchtthema, genauso ist es, ja, die erste Reaktion ist einfach nur weg. Ich möchte aus diesem Krankenhaus raus, ich will diesen, Entschuldigung, absoluten rüpelhaften Arzt nicht mehr sehen, der Gott sei Dank dann eh gleich weggeschickt wurde, und dann kam der Primar, der alles wieder gut gemacht hat. Nichtsdestotrotz, ist man heillos überfordert, und ich habe für mich das Bedürfnis gehabt, eine sichere Umgebung zu haben, und habe mit meinem Mann entschieden, dass wir nach Hause fahren, dass wir einfach mal ja, das Ganze, du kannst es eh nicht verarbeiten in wenigen Stunden, aber zumindest wir für uns sind, ja, ohne irgendwelchen anderen Einflüsse, ohne irgendwelche Menschen, die jetzt sagen, was jetzt wie genau und außerdem und sonst noch zu tun ist. Wir hatten ja auch die Information, dass wir natürlich jederzeit sofort ins Krankenhaus kommen könnten, sollte sich irgendwas akut bei mir verschlechtern und ich doch schnell einen Kaiserschnitt oder dergleichen benötigen. Und das, was natürlich in dieser Situation vermutlich für alle am grausamsten klingt, das ist auch immer das Feedback, das ich kriege, wenn wir eben mit betroffenen Frauen, wenn ich die betreue auch, dass jetzt eine Totgeburt ansteht.
Ja, stille Geburt klingt natürlich viel netter, Totgeburt schon nicht mehr so fein. Es ist letztlich der Versuch, auch wieder irgendwie mit Worten damit klarzukommen, dass es gefühlt ein sehr grausamer Akt ist, jetzt das Kind, auf das man 9 Monate gewartet hat, das man freudig empfangen möchte, eben zu gebären hat, im Wissen, dass es eben, ja, nie Mama sagen wird, nie Papa sagen wird und nicht, man nicht die Fürsorge und die Liebe geben kann, die man gerne geben möchte. Und für mich war intuitiv immer klar, dass ich eine Totgeburt machen werde. Im Nachhinein hat sich dann Eine heraus, natürliche, ja genau, also entschuldige, ja, natürlich richtig, genau, ein gebären. natürlich Gebären, Verzeihung, ja, genau richtig, und keinen Kaiserschnitt. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das tatsächlich das Bewährteste und Beste ist, weil sozusagen psychoneuroimmunologisch, wenn man auch das so ganzheitlich versucht auch zu betrachten, es für den Organismus der Frau und auch für die partnerschaftliche Beziehung, die man ja bitte auch hier nicht außer Acht lassen darf, das heißt, wenn man gemeinsam das Kind letztlich zur Welt bringt und zusammenhilft, unheimlich wichtig ist. Wichtig ist, dass die Frau sozusagen diesen Prozess, vorher ist man in der Symbiose mit dem Baby, durch die Geburt gehst du aus dieser Symbiose und dann kommst du ja wieder in die Symbiose, indem das Kind sich in die Mama kuschelt, trinkt etc. Das geht zwar nicht, aber trotzdem versucht das so real und nahe wie möglich zu leben. Ist wahnsinnig schmerzhaft, man durchlebt auch diese furchtbare Trauerphase ganz, ganz intensiv, auch ganz, ganz intensiv körperlich, hat aber dadurch als Frau die Chance, sehr rasch im Grunde genommen wieder sich zu erholen und zu regenerieren. Für den Mann beispielsweise ist es viel, viel schwieriger, weil er das ja körperlich nicht erfahren kann. Er ist ja bis zu einem gewissen Grad Außenstehender. Deswegen, ja, hadern Männer viel länger oft auch mit diesem Prozess, darüber hinwegzukommen, dass sie ein verstorbenes Kind haben. Und das auch teil werden lassen in ihrem Leben und damit klarkommen. Also es gibt einen hormonellen Prozess, der einfach durch die Geburt angeregt wird. Und während es heute sind es ja, ich sag mal, nur wirklich in Anführungsstrichen 2 bis 3 Promille, sprich 2 bis 3 von 1000 Babys. Aber in früheren Jahrhunderten haben die Frauen ja viel häufiger nicht lebende Babys zur Welt bringen müssen. Und es gibt schon einen ja, hormonellen Gesundungsablauf, der im Körper dann auch stattfindet, vorausgesetzt eben, die Trauerarbeit darf stattfinden, da wird Raum für gelassen. Sehr häufig ist es so, dass die Familie oder auch Geschwister beispielsweise gar nicht in diesen Prozess involviert werden. Das heißt, wir haben es so gemacht, dass wir unsere Familie eingeladen haben. Das heißt, Omis und Opis sind auch tatsächlich gekommen, haben das auch für sich geschafft, wo ich ihnen auch meine Bewunderung ausspreche, weil das ist natürlich ganz, ganz schlimm, weil ja auch für die Generationen die Welt durch den Tod des Kindes nicht mehr in Ordnung ist. Normalerweise stirbt die Oma, dann die Eltern und dann die Kinder. Das ist die Reihenfolge. Und in diesem Fall ist die Welt verrückt im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn die keine Chance haben, sich zu verabschieden, ist das ganz, ganz schlimm. Also das Begräbnis ist das eine, so etwas zu machen. Ein wichtiger Punkt, ein Baby ab 500 Gramm muss tatsächlich auch beerdigt werden. Und oder Darf, ja. darf, An sich ne? was Schönes, Also ja. So schlimm das jetzt klingt, ja. Aber es ist ganz, genau. ganz wichtig, weil das Begräbnis ja auch die Möglichkeit gibt, dem menschlichen Wesen sozusagen auch Raum zu geben. Ja? Und man kann das auch als rituelle Handlung sehen, dass man sozusagen auch, also Eltern, ich hab beispielsweise auch Erfahrungen damit, dass wenn Eltern ihre Kinder zum Beispiel nicht begraben können oder so wie es früher leider ganz, ganz, übrigens bis vor 12 Jahren in Österreich auch üblich oder 14 Jahren üblich war, dass die Kinder in Massengräber gegeben werden. Man gar nicht Wow. weiß, wo die Kinder eigentlich liegen. Das ist ganz schlimm, weil das ist, jeder braucht sozusagen einen Anlaufpunkt, wo ich sagen kann, da kann ich hingehen. Und wir machen es in der Familie auch so. Mit unserer Tochter, die ja weiß, dass sie nicht das erstgeborene Kind ist, dass es einen Bruder gibt. Du bist ja danach direkt wieder schwanger geworden und hast deine Ja, wundervolle Tochter geboren. genau. Und das
ist ja auch, also das Leben geht weiter. Das klingt total hart im ersten Moment, aber es ist ja auch das Schöne, dass das Leben weitergehen kann. Aber vorher fand ich sehr eindrucksvoll, wie du dich im Krankenhaus durchgesetzt hast, denn du hast dann dein Maximilian geboren und dann sollte er ja eigentlich weggenommen werden, Genau richtig, ja. weil es ist ja eine Leiche. Genau. Und dementsprechend zufolge handelt ja das Krankenhaus danach, um diese Leiche in das Kühlhaus zu bringen. Genau. Ja, völlig klar. Also wir waren eher entsetzt darüber, wie es dann am Abend, wir haben dort eben im Krankenhaus sich übernachtet, wie es dann hieß, so quasi, sie holen jetzt den Maximilian, um ihn eben in das Kühlhaus zu geben. Ein unvorstellbarer Gedanke, weil wir als Familie einfach zusammengehören. Ja, egal, ob er jetzt lebt oder nicht. Und ich denke, dass genau solche Wahrnehmungen, Empfindungen und auch Emotionen diesen Raum brauchen in so einer Phase. Das ist genauso wie, dass man Bilder macht, dass man versucht, so viele Erinnerungen wie möglich zu schaffen, indem man sehr liebevolle Handlungen mit dem toten Baby auch vollzieht. Angefangen von ihm etwas Schönes anziehen, es streicheln, es in den Arm nehmen. Man darf eines nicht vergessen, als Mama ist man sozusagen darauf eingestellt und vorbereitet, natürlich auch als Papa und auch als Oma und als Opa, dass man jetzt ein Kind in Armen hält, um das man sich kümmern kann, Fürsorge leben kann, liebevoll sein kann, ihm Dinge lernen kann, beibringen kann. Das ist dann ja nicht mehr existent. Das heißt, alles, was man, und sei das Zeitfenster auch noch so kurz, schafft in diesem Moment, was einem halt wichtig ist, dem Kind zu geben, an Liebe, an Fürsorge, an Zuwendung, ist wahnsinnig wichtig und kann man sich dann auch in Erinnerung rufen, wenn man, und diese Phasen kommen einfach, auch wenn man vielleicht wieder schwanger wird, das Leben weitergeht, immer wieder Tiefpunkte hat, wo man das Kind halt vermisst und wo man traurig ist. Der Verlust oder die Trauer lässt sich ja nicht abstellen. Das ist ja ein Prozess, der einmal kürzer ist und einmal länger ist. Ja? Und da ist mir auch ein Punkt wahnsinnig wichtig, und zwar die individuelle Trauer. Was sehr häufig vergessen wird, ist, dass die Menschen unterschiedlich trauern, jeder eine andere Form des Trauerns hat und auch eine unterschiedliche zeitliche Dimension hat. Ich sage jetzt typischerweise, wenn wir jetzt in Klischee sprechen wollen, muss nicht sein, aber kann sein. Männer vergraben sich in die Arbeit und sind sofort weg, ja, und haben da sofort alles gelöst und keine Probleme mehr damit und alles bestens. Die Wahrheit ist, dass natürlich auch sie es nicht schaffen, die Trauer abzuschalten. Die Trauer kommt halt zeitverzögert. Und das kann halt sehr oft sein, dass die Frauen gehen meistens dann sehr emotional rein in dieses Thema, sprechen mit ihren Freundinnen, suchen sich Hilfe, was auch sehr, sehr wichtig und gut ist, und versuchen das sehr aktiv zu integrieren in das Leben. Eben nicht wegzuschieben. Und dann kann es einfach sein, dass die Frau zum Beispiel zeitlich schon halt in ihrem Trauerprozess sehr weit fortgeschritten ist und gut drauf ist und schon sich wieder dem Leben hinwenden möchte und zum Beispiel der Mann in Depressionen verfällt oder, was extrem häufig ist, sehr aggressiv wird. Und nachdem eine zeitliche Diskrepanz entsteht, das sind oft dann 6 Monate, 7, 8 Monate, kann man das nicht mehr zuordnen, wieso der Partner auf einmal aggressiv ist, wieso er schlecht drauf ist, wieso er es nicht mehr aus dem Bett schafft, beispielsweise bei depressiven Verstimmungen, ja, lustlos ist. Und das hängt originär mit diesem traumatischen Erlebnis zusammen, das halt nicht integriert wurde. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, das zu integrieren, auch sehr wertschätzend und respektvoll wechselseitig zu sein. Jeder trauert anders. Und bei einem Mann oder auch als Frau darf man nicht vergessen, sehr häufig wird es auch als Niederlage interpretiert, wenn man eben ein totes Kind hat. Ja, man hat einen Misserfolg oder, weiß ich nicht, die größte Niederlage des Lebens erlitten. Und damit muss man auch erst umgehen lernen, dass man das vielleicht sozusagen wir funktionieren ja immer alle und wir sind immer erfolgreich, dass man vielleicht zur Kenntnis nimmt, dass es halt nicht so ist und das aber auch okay ist. Mir hat eine Mama geschrieben, dass dieses Funktionieren müssen sie aber auch ein Stück weit gerettet hat. Es gibt ja nach einer Totgeburt einige Dinge zu erledigen. Da ist zum einen das Begräbnis, da ist zum anderen aber auch die Anmeldung beim Standesamt.
Also da sind tatsächlich bürokratische Dinge, die erledigt werden müssen, eigentlich ähnlich dem, wenn man ein lebendes Kind gebärt. Das heißt, dieses sich komplett fallen lassen in die Trauer passiert zeitversetzt. Am Genau. Anfang, man muss auch genesen von der Geburt, sei es nun durch einen Kaiserschnitt oder eine natürliche Geburt. Auch nach einer natürlichen Geburt kann man nicht sofort aufstehen, sondern man hat wirklich Geburtsverletzungen. Der Körper muss sich zurückbilden. Ja. Eine hat mir geschrieben, sie hat dann interessanterweise einen Milcheinschuss bekommen. Also Kolostrum bildet sich ja bei der Ja. Geburt sowieso. Und sie hat dann sogar noch einen Milcheinschuss bekommen. Ich weiß nicht, War bei mir auch so. ja. Ja, war bei mir auch so. Und ihr hat das Abpumpen von Muttermilch sehr gut getan. Das muss man wirklich individuell abwägen, weil man kann nicht generalisieren, Nee. weil jeder höchst individuell ist und auch unterschiedliche Bedürfnisse hat in so einer Situation. Das, was ich teile mit dir, ist, das Aktivsein ist natürlich bis zu einem gewissen Grad heilsam, kann auch sehr schützend sein. Nur als integrative Therapeutin sehe ich einfach auch, es ist ganz wichtig, dass die Leute sozusagen aus diesem Schock- und Stresszustand, das ist ja häufig eine Kombination, wo man versucht drüber zu gehen, wirklich sehr achtsam sind. Ich empfehle hier beispielsweise eine Art Journaling, Tagebuch, egal wie man es nennt, ja, einfach sich jeden Tag kurz ein paar Minuten Zeit nehmen und auf das weiße Blatt Papier schreiben. Also ohne Zielsetzung, einfach nur losschreiben, das schreiben, was kommt und sich einfach wirklich gewahr ist, dass es extrem wichtig ist, die Trauerspirale zu durchleben. Das wissen die wenigsten, das kennen auch die wenigsten. Ja? Was heißt das? Das heißt, dass die Leute im Zuge eines Trauerprozesses unterschiedliche emotionale Zustände durchwandern. Das beginnt bei Hass, Wut, Ärger, Trauer, Zorn, also diese unterschiedlichen Gefühlszustände, die es halt geben kann, bis hin zu Lachen, also alles, was irgendwie kommt, dass man diesen Emotionen Raum gibt und vor allem sehr achtsam ist, nicht in einer Emotion hängen zu bleiben. Das heißt, wenn man jetzt in dem totalen Zustand der Aggression beispielsweise hängen bleiben würde, ist es natürlich, kann man sich denken, nicht sehr förderlich. Das heißt, man sollte versuchen, wirklich diese einzelnen Phasen zu durchlaufen und wenn man es nicht schafft, sich halt Hilfe zu holen, weil man einfach weiß, dass die Leute, die das gut schaffen, viel besser diese traumatische Erfahrung integrieren können ins Leben und wirklich einer Heilung auch zugeführt werden. Ein derartig schwerer Verlust braucht Heilung. Ja? Also es gibt natürlich zahlreiche Anlaufstellen, das ist auf alle Fälle hilfreich. Ich würde mich auch in Foren zum Beispiel schlau machen von Betroffenen. Also Der Austausch. der Austausch, das Netzwerk kann wahnsinnig hilfreich sein. Es gibt sehr gute Bücher auch, die man lesen kann, die hilfreich sind natürlich. Hast du Bücher? Soll ich, Ja, die kann ich auch genau, die verlinken? kann man verlinken, genau richtig. Also da gibt es wirklich ganz tolle Bücher. Interessanterweise bei den Buchtipps, was ich sehr schön finde zum Thema Trauer, sind Kinderbücher. Das mag jetzt etwas komisch wirken, nur das, was bei den Kindern funktioniert, funktioniert bei uns Erwachsenen auch sehr gut. Das heißt, ganz kleine, die sind teilweise so nett gemacht auch, ja, wo es letztlich darum geht, wieder Zugang zum Thema Tod und Verlust zu haben, mit Humor auch, ist auch ganz, ganz wichtig. Und bei der Hilfe holen, das du angesprochen hast, ich würde auch hier sehr, sehr konsequent sein. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Anlaufstelle habt, wo ihr sagt, da habe ich jetzt Gott sei Dank jemanden, der mir hilft, aber er tut mir nicht gut, sofort wechseln. Weil sozusagen jetzt ist nicht die Zeit dafür, sozusagen noch Zeit zu verlieren, sich selbst was Gutes zu tun und für Heilung zu sorgen. Und es können halt auch, ja nicht, es kann nicht jeder mit jedem, dass ich gerade jetzt auch im therapeutischen Setting ist die emotionale Bindung und Verbindung wahnsinnig wichtig. Und ja, das wäre einfach ganz, ganz wichtig, dass man da schaut, dass man wirklich super gut betreut ist und im Freundeskreis einfach auch schaut, Freunde um sich zu haben, die das aushalten. Du hast es vorhin auch gesagt, ja, die es ertragen können, wenn man selbst nach 6 Monaten nur aus heiterem Himmel in Tränen ausbricht, weil vielleicht gerade eine Mama vorbeigeht mit einem kleinen Baby und man sich denkt, mein Kind wäre jetzt auch so alt, als Beispiel. Das ist ganz, ganz wichtig und die da auch nicht lange herumdiskutieren, sondern einen in den Arm nehmen und einfach da sind.
Das kann sehr, sehr hilfreich sein und heilsam. Und wenn man diese Freunde noch nicht hat, nicht verzweifeln, man findet sie, wenn man einfach offen ist dafür und das Sensorium sozusagen aufmacht, dass man diese Freunde in sein Leben lässt. Das Thema Ängste in der Schwangerschaft, Ein großes Thema. ein großes Thema in der darauffolgenden Genau. Schwangerschaft. Ja, das ist natürlich nicht einfach, weil man diese Erfahrung gemacht hat, diese Richtig. schmerzhafte Erfahrung gemacht hat. Und zugleich, ein Arzt hat es ja nett zu mir gesagt, er hat gesagt, wirst du schon sehen, wenn du dann wieder schwanger bist, also die Ärzte und die Hebammen sind ja gleich wieder sozusagen positiv sein und alles wird gut und hat bei vielen anderen auch schon geklappt, das ist nicht das Problem. Die Hormone machen ganz, ganz viel mit einem. Das ist das Tolle, kann ich wirklich nur selbst bestätigen. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt wahnsinnig viel Angst habt, schwanger zu werden oder dass wieder so was Schlimmes passiert, es ist natürlich da, das ist schon richtig. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, also es geht an mir vorbei und es wird mich nicht berühren, dann wäre ich wahrscheinlich auch eher Maschine wie ein Mensch. Nur das sollte nicht der Hauptfokus sein. Auch hier hat sich's bewährt, gute Begleitung einfach zu haben, Freunde, mit denen man sich austauschen kann, Gleichgesinnte, die einen verstehen mit den Ängsten und Nöten. Und das, was ich gemacht habe, und muss ich wirklich sagen, das ist auch wieder ein großes Thema im Zuge der Begleitung. Ich kann nur empfehlen, sich ein Krankenhaus zu suchen, die einen verstehen und auch in diesem Schwangerschaftsprozess begleiten. Ich hatte das Glück, dass das Team sozusagen, das mit mir eben diese stille Geburt gemacht hat, dann letztlich auch das Team war, mit dem eben unsere Tochter dann zur Welt gebracht wurde. Und dort hieß es dann immer, es ist völlig egal, Barbara, wann auch immer du kommen möchtest, einen Ultraschall brauchst oder einfach nur ein Gespräch, was auch immer. Also ich konnte dort immer hinkommen. Ich musste nur anrufen und dann waren die alle da für mich, weil es ihnen auch ein Anliegen war, dass man einfach wieder weiterkommt im Leben und sie selbst ja auch sehr getroffen waren, dass sie nicht irgendwie was Positives tun konnten. Von daher ist das ganz, ganz wichtig, dass man versucht, da ein Team zu haben, das einem nicht im Stich lässt, sondern super begleitet, es aushält, wenn man vielleicht ein bisschen durch den Wind manchmal ist. Ja. Und Humor. Humor ist ganz, ganz wichtig. Liebe Barbara, du hast ganz, ganz vielen Frauen Mut gemacht mit deinen Worten. Und ich glaube, wir verabschieden uns für heute. Solltet ihr Fragen haben, gerne in die Kommentare. Solltet ihr Trauerarbeit benötigen, dann gerne auf die Links klicken. Ich habe jetzt auch, ich verlinke dich und deine Praxis auch. Und ja, ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss, ciao.